Karl mal wieder am Start für euch. Heute mal wieder ein bisschen Black Ops 4 und zwar mit einem sehr ungewöhnlichen Video. Wie ihr schon wisst, erspiele ich mir die Sachen immer liebend gerne und habe daran Spaß. Dem ist auch immer noch so. Ich muss euch, ich kann euch da beruhigen. Ja, ich erspiele mir wirklich auch den ganzen Schwarzmarkt wieder komplett ohne irgendwelche Stufen hier freizuschalten. Ich habe mir aber diesmal was gegönnt. Zum ersten Mal in meiner Geschichte hier oder in Black Ops 4. Ja, ich habe eigentlich eine riesen Abneigung gegen so eine Sachen. Oder ja, wie die meisten von euch eigentlich eine riesen Abneigung gegen gekaufte Sachen haben. Aber ich muss euch was sagen. Und das ist übelst ultra krank. Es ist Pay to Win. Auf einer Sache ist es mega krasse Variante, muss ich euch wirklich ganz ehrlich sagen. Die Waffe wird komplett anders. Es ist aber auch, wie gesagt, Pay to Win. Ich habe auch die Vermutung, irgendwas muss da dran stärker sein. Und zwar geht es heute um die Vampirjäger-Variante der Vapor. Und zwar habe ich sie mir gegönnt. Die kostet 1000 COD-Punkte. Und das sind 10 Euro. Ja, das muss ich erstmal am Anfang sagen. Ja, es ist viel Schmuck, muss ich ganz ehrlich sagen. Für so einen, sag ich mal in Anführungsstrichen, dummen Waffenskin. Ja, aber es auf eine Art und Weise lohnt sich es schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum lohnt sich das? Ihr werdet gleich sehen im Gameplay. Ich zerreiße wirklich ziemlich heftig die Gegner mit der Waffe. Ich vermute mal, es liegt wirklich nur, ihr seht so ein bisschen an den Eisenzeit, was die Waffe hat. Quasi, ihr habt so ein geiles Eisenzeit, das macht einfach die Waffe an sich irgendwie stabiler und besser. Ich finde auch, die hat irgendwie null Rückstoß dadurch. Man kann einfach den Rückstoß noch kranker handeln als bei der normalen Variante. Ihr habt auch das Ironside, sag jetzt mal, was richtig vernünftig ist und geil ist. Und bei der normalen halt habt ihr so ein kleines Ironside, wo ihr dann so durchkicken könnt. Und das ist echt schwer, Gegner unter Feuer zu nehmen. Oder es ist nicht leicht. Deswegen habe ich mir auch immer ein LV-Visier drauf gebaut. Ja, und bei der braucht ihr es halt nicht mehr. Dann habt ihr oder könnt mehr Perks draufpacken. Ich habe jetzt mit dem Klassen-Setup gespielt. Wie gesagt, sollte aber nicht darum gehen. Ich bin da auch noch bei der Testphase, weil ich mochte eigentlich nicht die Waffe so. Und jetzt durch diese Meisterkunst-Tarnung hier, es ist schon wirklich richtig krank geworden. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare und vor allen Dingen, wer sie sich gegönnt hat. Ich habe schon ziemlich viele Leute damit rumrennen sehen in Black Ops 4 jetzt hier auf Xbox. Auch mit der Cap 45, aber wie gesagt, das machen wir so wieder wie immer. Schwarzmarkt wird immer und immer wieder von mir erspielt werden, außer ich schaffe wirklich gar nichts mehr, denn dann bin ich auch auf fremde Hilfe angewiesen, damit wir das über einen anderen Account machen, wie damals von Börse, von denen aus meinem Clan, dass ich dann das bekomme und dann quasi euch das trotzdem präsentieren kann und zeigen kann. Wie gesagt, heute geht es um die gekaufte Variante, die Vampirjäger, diese gekaufte Variante, die könnt ihr auch nur hier erwerben. Quasi beim Blackjack Shop durch richtiges Geld, quasi 10 Euro. Und ja, müsst ihr euch selber gleich ein Bild machen. Ihr werdet sehen im Gameplay. Also, ein Kollege von mir, der hat es vor mir schon noch gekauft. Und der hat gleich gesagt: Meine Güte, hol die dir einfach. Scheiß mal eh mal drauf auf dein Ego, ja, weil ich bin ja immer so einer, ihr kennt's wirklich, ich bin immer so einer, ich kaufe mir einfach nichts, ich möchte es lieber erspielen und ich halte auch wirklich nichts davon, was ihr Treyarch macht und uns hier die ganze Zeit immer so eine geilen Varianten, weil die Variante ist wirklich geil, und zum Kaufen quasi animiert, sag jetzt mal. Es ist ja alles zum Kaufen hier, diese Tarnung. Ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich es geiler gefunden jetzt nach dem Update. Übrigens kam hier die zweite Spur mit hinzu. Hätte ich es geiler gefunden, dass wir die irgendwie hier mit drin erspielen hätten können. Dass das einfach jeder hat. Wisst ihr? Das ist einfach das Ding.
Und jetzt haben halt nur die einen Vorteil, möchte ich schon wirklich sagen, Vorteil, die Waffenvariante gekauft haben. Also da wissen muss man es alleine. Wenn man mit der Waffe klarkommt, dann gönnt ihr euch. Kein Ding. Man kann hier keinen sagen, nee, mach nicht oder so. Und wenn er halt nicht möchte, dann nimmt er sie halt nicht. Und eins muss ich noch loswerden, das Tapets. Ich habe ja im Saug 9mm Video gefragt, ob ich sie mir kaufen soll. Das Tapets, ein Abonnent von mir, hat natürlich geschrieben, brauchst du nicht kaufen. Ja, du kannst mich steinigen, wenn wir uns irgendwann mal treffen. Ja, ich habe es wirklich gemacht und das war auch das erste Mal. Sollte vielleicht aber auch nicht das letzte Mal sein, weil wir müssen auch dran denken, wir müssen auch noch ein paar Sachen hier rausbringen, sag ich jetzt mal, dass die Leute auch sehen, ob sich's lohnt, ob sich's nicht lohnt. Und wie gesagt, von mir aus gleich vorneweg, ohne damit ihr jetzt Gameplay seht oder so, von mir aus geht hier ein Daumen nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Waffenvariante ist richtig nice. Wirklich richtig, richtig gut. Aber ein Daumen nach unten geht auch, weil sie kostet einfach mal 10 Euro. Und das ist halt scheiße. Ja, das ist mega, mega scheiße. Würde ich sagen, Film ab. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sauer, ja, dass ich mir die jetzt doch gegönnt habe. Ich möchte es auch gerne, deswegen habe ich auch gleich das Video gemacht, euch das zeigen, ja. Und ja, würde ich sagen, Film ab. Habt Spaß beim Gameplay. Bis gleich. So, let's go. Der neuen Variante, wie gesagt, ist. Könnt ihr nur käuflich erwerben. Ja, das Visier musst du dich dran gewöhnen, aber man merkt sofort, dass das ist. Die Waffe kann einfach. Vom Allerfeinsten! Trick 17. Wie ihr seht, legt euch nicht mit einem Karl an. Oder da oben war einer, oder? Wir gehen lieber hier lang. Es war knapp, Einsatzteam wieder am Start. Aber was soll ich sagen, das ist wirklich das Iron Sight. Ihr könnt so mal gucken, die sieht wirklich auch geil aus. Die macht doch wirklich einen schönen Ton und so, wenn sie sich verändert. Wie gesagt, ich bleib dabei. Das ist Pay-to-Win-Waffe. Gönnt sie euch oder auch nicht. Das bleibt immer jedem selber überlassen. Ich hab's jetzt diesmal mal geholt. Wie gesagt, ihr kennt mich ja, Schwarzmarkt zocke ich eigentlich immer. Alles ohne irgendwie. Diesmal musste ich jetzt auch mal zugreifen, ne? Haben wir. Oh, hier sind wir. Unfairste Waffe wirklich des Spiels. Ohne Müll, ey. Krank. Da war der Ton, wo sie sich verändert hat. Wahnsinn, echt. Hinter uns kam auch einer. Ja.
krank, die Wumme krank, 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 krank. Hier hinten kommen sie alle, Friedhof spawnen. Seht schon, das ist richtig krank. So bin ich noch nie mit der Waffe abgegangen, glaubt's mir. Glaubt's mir, Leute. Die ganzen Runden jetzt, wo ich jetzt gespielt habe, richtige kranke Runden. Ich verzieht doch, wenn wir uns hier mal ranstellen, spaßeshalber. Guckt euch mal den. Das ist nichts, wenn. Gar nichts. Man kann hier einfach komplett bündeln, alles. Ja, man kann es mit der normalen auch, aber mit dem Iron Sight, mit dem Visier und mit dem Kim und Korn, ist es einfach viel einfacher, hier Leute wegzuholen. Boom. Boom. Seht ihr das? Einsatzteam aber trotzdem. Aber wie gesagt, diese Waffe, Leute, ist wirklich pay to win. Ich wollte sie mir eigentlich wirklich nicht kaufen. Ja. Aber weil ich auch davon nichts halte, ihr wisst es. Ihr wisst es, dass ich sie eigentlich nicht holen wollte. Einer hat auch so drunter geschrieben unter dem Video, weil ich sie gefragt hatte, ob ich sie mal holen soll. Um euch das mal zeigen soll. Ich hab's denn doch gemacht, ihr seht's. Schwarzmarkt bleibe ich trotzdem dabei. Ich spiele alles. Aber diese Waffe, um euch das zu zeigen, ist in dem Sinne Patreon. Weil ihr damit mega, mega, mega rasieren könnt. Ihr seht's. Das kann man eigentlich jede Runde machen hier. Leute, 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 krank. Ich will euch jetzt damit auch nicht sagen, ja, kauft die Knarre, kauft die Knarre, kauft die Knarre, ja, aber ist schon Biest. Es ist jetzt dadurch schon mega, mega, mega Biest. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ohne Müll. Jetzt sind wir durch. 40-6, Leute. Ohne Mock, ey. Ohne Mock. Holy crap. Die Waffe, die macht sich wirklich krank. Es spielt sich echt mega, mega krank. Und es fühlt sich ein bisschen unfair an, muss ich euch ganz ehrlich sagen.